Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Zielers Top 11. Mir wurde unter dem letzten Video aufgetragen, 11 zu sagen, und das hört sich irgendwie auch cooler an, deswegen mache ich das jetzt. Und heute geht es weiter mit der eventuell fähigsten Episode bis jetzt. Und ich muss euch erstmal auftragen, wenn es euch gefällt, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ist wirklich eine große Unterstützung und ist einfach wenig Aufwand für euch und hilft mir wirklich sehr, sehr weiter. Unter der letzten Episode konntet ihr bei Strawpoll abstimmen, welches Team wir heute sehen wolltet. Das könnt ihr unter dieser Episode wieder machen, der Link ist in der Videobeschreibung. Und willkommen zum Team der heutigen Folge, und zwar ist das der FC Bayern München. Gegründet am 27. Februar 1900, der Trainer ist Josep Guardiola, aka Pep Guardiola, zumindest ist er unter diesem Namen den meisten bekannt. In der Bundesliga ist der FC Bayern seit 1965, also kein Gründungsmitglied, und die letzte Platzierung in der Bundesliga ist natürlich der erste Tabellenplatz, die Meisterschaft. Die haben sie bisher insgesamt in der Geschichte des Vereins, ich glaube es waren 24 Mal gewonnen. Hier seht ihr die ganzen Daten, natürlich zählt dann auch die Meisterschaft von 31-32 zu, also aus dem Jahr 32, aber damals gab es die Bundesliga noch nicht, deswegen habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, habe ich es aber bei Hannover auch gemacht, aber ich habe erst gedacht, das passt sowieso nicht dahin, das hätte jetzt im Endeffekt hingepasst, aber naja, ihr wisst es ja. Den Pokal haben sie insgesamt, glaube ich, 14 Mal gewonnen, auch das seht ihr, die ganzen Daten aufgerichtet, und Bayern ist der erfolgreichste Profifußballverein in der deutschen Historie. Gut, wir kommen zum Team, und das Team ist heute natürlich wieder mit, ja, Ron-Robert Zieler im Tor, auf der Bank beispielsweise Manuel Neuer, beziehungsweise in der Reserve mein Lone Neuer, und die Bank seht ihr da schon im Hintergrund, aber die werde ich ja gleich noch vorstellen. Wir spielen wieder im 3-5-2, denn Bayern hat zwar einen guten Linksverteidiger mit Alaba, aber der Rechtsverteidiger ist mit Rafinha nicht ganz so ideal. Immerhin sitzt er auf der Bank, außerdem ist Alaba ja momentan verletzt, deswegen habe ich den nicht berücksichtigt. Gut, also kommen wir zum Team, und man muss ganz ehrlich sagen, Bayerns Team ist schon deutlich teurer als die Teams, die wir vorher gehabt haben. Es kostet mit beispielsweise Spielern wie Arjen Robben und Franck Ribéry, Lewandowski und Co. insgesamt knapp 1,1 Millionen Coins. Also eine ganz schöne Stange Geld, und nur für die ja wirklich sich leistbar, beziehungsweise für die affordable, wie heißt es auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, die wirklich sehr, sehr viele Coins haben. Gut, die Verteidigung besteht aus Javi Martinez, Boateng und Mehdi Benatia. Die Sechser sind Philipp Lahm und auf der anderen Position Bastian Schweinsteiger. Der zentral offensive Mittelfeldspieler ist Mario Götze. Auf der rechten Seite haben wir Xherdan Shaqiri. Warum, werde ich gleich kurz erläutern. Auf der linken Seite haben wir natürlich den Falster Skiller und ja, zweitbesten Spieler bei Bayern, Franck Ribéry. Und in der Sturmspitze haben wir Mario Götze, Robert Lewandowski, und auf der anderen Seite Thomas Müller als rechten Stürmer. Habe ich dahingestellt, das war keine Chemie, aber ich habe ihn einfach mal dahin gepackt. Manager haben wir leider nicht, wie ihr hier sehen könnt, ist aber auch nicht so schlimm, denn auf der Bank haben wir noch einige Spieler. Aber zunächst einmal, warum Shaqiri und nicht Robben? Ganz einfach, ich packe immer meinen Lieblingsspieler mit ins Squad, und Shaqiri hat Robben da einfach verdrängt, weil Shaqiri mein Lieblingsspieler ist bei Bayern, und deswegen sitzt der ja in der Startelf und Robben ist gar nicht dabei. Ist aber auch, denke ich mal, nicht so schlimm, weil das relativ ähnliche Spieler sind auf der Bank. Dante, Thiago, Tom Starke, natürlich die Legende, Xabi Alonso, Bernard, der ehemalige Forster, Skiller, Rafinha und Claudio Pizarro, die Bundesliga-Legende. Das ist das Team, und ich würde sagen, damit gehen wir jetzt mal in die ja, erste Partie. Übrigens habe ich vergessen, die Rückennummern anzupassen wieder, aber diesmal habe ich immerhin die richtigen Trikots. Und damit machen wir jetzt uns auf dem Weg ins Goldturnier, ins Championship. Auch ihr, liebe Zuschauer, habt natürlich wieder eine nicht zu unterschätzende Aufgabe in dieser Episode. Und zwar schreibt mir in die Kommentare euren Lieblingsspieler vom FC Bayern München. Der wird dann im Endeffekt in Zielers 11 kommen. Das kann entweder einer sein, der auf der Bank sitzt, oder einer, der gar nicht in der, also gar nicht im Team jetzt gerade ist, oder einer, der in der Startelf ist, je nachdem. Ihr könnt es auch von der Leistung, die in der Episode gezeigt wird, abhängig machen, muss aber nicht zwingend sein. Und wir gehen in die erste Partie, und der Gegner heißt France. Ich dachte mir, okay, das könnte ein ziemlich schweres Spiel werden, weil französische Teams mit Lacazette beispielsweise immer sehr, sehr stark sind. Jedoch wurde ich herbe enttäuscht, denn das Team hat gerade mal 84 Chemie und ist ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen, wie ihr hier sehen könnt, mit Viviano, zwar im Tor, und Astori und Castan, das heißt ein bisschen Chemie zumindest bei Astori und Viviano, aber ansonsten, naja, ein bisschen französische Liga vorne mit Barrios und Toivonen, Hetemeyer als linker Mittelfeldspieler, Bedimo ohne Chemie, naja, als Loan-Spieler, das geht ein bisschen besser. Wir gehen in die erste Szene der Partie, und das ist das 1:0 durch Xherdan Shaqiri, geht in den 16er rein, und er hat da ein bisschen Glück im Abschluss, im Endeffekt war es wohl auch ein Eigentor, aber es ist das 1:0, und ja, heute sehr viele Szenen hintereinander, deswegen werde ich darüber nicht alles kommentieren. Auf jeden Fall war es ein ziemliches Schützenfest, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, und weil ich halt nicht alles so kommentieren möchte, weil es halt so viele Tore waren, werde ich erstmal kurz auf das Thema eingehen, was ich mir zurechtgelegt habe, und dann auch mal, warum das eine fällige Episode ist. Und zwar der FC Bayern, die Liga-Zerbomber quasi, haben am Wochenende gewonnen gegen Lewandowskis Ex-Verein, ja doch, stimmt sogar, gegen Borussia Dortmund 2:1, zwar relativ glücklich im Endeffekt durch ja zwei späte Tore, allerdings
allerdings auch nicht unbedingt unverdient. Haben wir in der Champions League wieder gewonnen, 2-0 gegen Rom und unterstreichen momentan, was für eine gute Mannschaft sie sind. Und für mich ist eventuell das gerade nicht das beste Bayern, was es jemals gab, aber auf jeden Fall sehr nah dran, weil sie einfach klasse Spieler haben, sind auf jeder Position doppelt besetzt, beziehungsweise haben ein System, was sehr variabel ist. Guardiola macht das wunderbar momentan bei Bayern, das kann man nicht anders sagen, weil der Trainer einfach ein absoluter Fuchs ist, der ist nie zufrieden, der ist immer sehr akribisch, macht weiter, weiter, weiter und das finde ich bei Bayern extrem, extrem stark und da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr darüber? Denkt ihr, dass Bayern momentan die beste Clubmannschaft der Welt ist? Ich denke nein, weil für mich Real Madrid momentan die beste Mannschaft der Welt ist, aber das ist natürlich eine subjektive Meinung, weil ich auch Real mehr mag als Bayern, aber ich als quasi Mensch in einer Bayern-Familie muss trotzdem anerkennen, dass wirklich der FCB momentan ein absoluter Top-Verein ist und ich glaube auch nicht so schnell wieder, was war das denn jetzt, alter Schwede, und auch wahrscheinlich nicht so schnell wieder irgendwie abrutschen wird. Beispielsweise Dortmund ist ja momentan in der Krise, das sehe ich bei Bayern in den nächsten Jahren überhaupt nicht. Des Weiteren finde ich es auch blöd, dass man Bayern immer so als Kommerzverein, der alles kaufen will und als steuerhinterziehender Verein beleidigt und so weiter und so fort. Klar, es gibt in jedem Fall schwarze Schafe. Man muss Rummenigge, man muss Hoeneß nicht mögen, aber trotzdem sollte man Respekt vor der Arbeit der Menschen haben. Klar, hat Hoeneß Steuern hinterzogen, trotzdem ist er für mich immer noch einer der größten Männer, die es jemals im deutschen Fußball gegeben hat. Rummenigge gehört genauso dazu und ja, dementsprechend finde ich, dass man nicht immer so gegen Bayern haten sollte und was die Transferpolitik angeht, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, Bayern ist der beste Verein Deutschlands. Bayern muss sich international für Deutschland quasi auch präsentieren. Und wie sollen sie das machen, wenn sie nicht die besten Spieler haben? Und es ist doch klar, dass sie dann national auch die besten Spieler kaufen und sich aneignen. Natürlich nicht die feine englische, weil dadurch die Konkurrenz flöten geht. Aber ganz ehrlich, in welcher Liga, außer in der englischen und vielleicht in der spanischen zwischen drei Vereinen, gibt es denn wirklich noch Konkurrenz? Ja, in der französischen ist es klar, dass es meistens entweder PSG werden wird oder beispielsweise Marseille. In der spanischen ist es klar, dass es Barca, Real oder Atletico werden. In Italien ist es klar, dass es Juventus werden wird, beziehungsweise Rom momentan ist noch weit oben mit dabei. Also, naja, man muss sich da jetzt nicht so viele Gedanken drüber machen. Ich sehe die deutsche Liga sowieso nicht so stark, wie sie viele andere sehen. So, mittlerweile steht es auch in dieser Partie nach 11 Minuten schon wieder 3-0. Es ging weiter mit einem Anstoß-Glitch-Tor von Nainggolan, beziehungsweise einem Anstoß-Run von Nainggolan. Das reimt sich sogar richtig nice. Und auf der anderen Seite, Kowski, gab es da einen Anstoß-Run von Lewandowski. Das war der schlechteste Reim und schlechteste Freestyle aller Zeiten. Aber darum geht es jetzt nicht, denn ich habe ja gesagt, komische Episode und jetzt erkläre ich euch warum. Und zwar einmal, erstes Spiel 10-2 war es im Endeffekt, gewonnen. Gegen ein richtig wackes Team. Das Team war bombastisch, Bayern. Zweites Spiel. Ja, ihr merkt es gerade, es wird wieder ein sehr hohes Ergebnis werden. Jetzt schon 6-1 in der ersten Halbzeit. Das Team hat bombastisch gespielt. Drittes Spiel. Gegen einen Gegner, der besser war. 4-3 gewonnen. Warum ich euch das jetzt schon erzähle, seht ihr gleich. Und dann ging es ins Finale. Und das Spiel war geprägt von Scheiße. Dazu komme ich gleich nochmal. Und meine Elgato hat sich beim dritten Spiel schon einfach gedacht, nö. Ich will nur gute Spiele aufnehmen. Und dementsprechend habe ich vom dritten Spiel nichts. Gar nichts. Nur das Ergebnis am Ende. Das tut mir extrem leid, aber es ging nicht anders, weil ich habe die Aufnahme beendet, habe die Aufnahme angefangen für das nächste Spiel und dann hat sich die Elgato aufgehangen. Das habe ich aber erst bemerkt, weil ich drücke da mal drauf und gehe dann wieder auf meinen anderen Bildschirm. Habe ich erst bemerkt, nachdem ich das letzte Spiel beendet habe, und zwar das hier. Ihr habt es gesehen, 5-0 verloren im Finale. Warum, erzähle ich gleich. Und dementsprechend, hier übrigens nochmal ein Fail am Ende. Ne? Das ist ganz toll, wenn man das Spiel nicht beenden kann. Ich habe dann gewechselt, das hat gar nichts gebracht, außer dass alle Spieler in der Mitte gelaufen sind. Seht ihr gleich. Da stand dann irgendwas von wegen aufgehangen, blabla. Habe dann versucht, die Dateien zu retten, aber die kannst du halt nicht in meinem Render-Programm öffnen. Von daher kann ich euch die beiden letzten Spiele nicht mehr zeigen. Es war das eine richtig spannend, das andere geprägt davon, dass mein Gegner mit einem Serie A-Team gespielt hat. Mit Ibarbo vorne und Torres, wo ich dachte, okay, und nach 2 Minuten Messi eingewechselt hat. Dann auf Abwehrriegel gestellt hat, wie ihr seht da, Riesenversammlung beim Schiedsrichter. Danach auf Abwehrriegel gestellt hat. Und was hat er dann gemacht? Richtig, gekontert. Pace Abuse, alles mögliche. Ich kam durch Chiellini, Basali, Konko und ich weiß nicht, wer der Linksverteidiger war. Ich glaube Evra, einfach nicht durch. Ich hatte eine Chance im ganzen Spiel, die habe ich vergeben. Er hat alles reingemacht. Er war so eine Pace-Hure, er hat gesweatet. Er ist nur rumgepaced. Er hat, das war so ein ekliger Typ, ne?
Aber na gut, was willst du machen? Wir kommen zur endgültigen Bewertung des Teams und der Flop der Episode ist für mich Mehdi Benatia. Zwar ein guter Innenverteidiger an sich, aber ja, war halt doch ein bisschen blöd, weil der hat viele Fehler gemacht durch die hohe Arbeitsrate nach vorne. Die hohe Offensive ist ja oft nach vorne gelaufen in Situationen, wo es einfach nicht nötig war und damit hat er Lücken gerissen und war halt defensiv der schwächste und der einzige Schwachpunkt in diesem Team, den ich ausmachen konnte. Aber die MVPs sind dafür sogar zwei diesmal, und zwar Bastian Schweinsteiger und Robert Lewandowski. Schweinsteiger, ein Megaspieler, gut in jedem einzelnen Belang, er kann schießen, er hat einen guten Longshot, Abschluss, Kopfball, er kann verteidigen, er kann dribbeln, er kann passen, er kann eigentlich alles. Sogar laufen kann er einigermaßen, das passt wunderbar. Lewandowski, der perfekte Stürmer, besser geht es glaube ich gar nicht. Er kann einigermaßen passen, er hat Forster-Skills, er ist schnell, er ist dribbelstark, er hat einen guten Kopfball, hat Körperstärke, alles was man braucht für einen vernünftigen Stürmer. Und ja, zwar teuer, aber trotzdem hier der MVP in dieser Episode. Letztendlich gebe ich Bayern ein Rating von 9,0 von 10. Ist zwar nicht jetzt unbedingt mein absoluter Lieblingsverein, aber ich habe ja eine kleine Sympathie für Bayern. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Bayern steht und welches euer Lieblingsspieler ist von den Bayern beziehungsweise euer Lieblingsspieler in dieser Episode, je nachdem, wie ihr das handhaben wollt. Strawpaw-Link für das nächste Team ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, diese hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Haut rein und ciao.